Hole ich jetzt die YouTuber mit rein. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 22. Oktober. Die Woche gab es keine Videoaufzeichnung für das Videotagebuch. Wir haben zwar getradet, aber wir hatten ein Offline-Seminar und da konnte ich diese Trades nicht aufzeichnen. Wir gehen jetzt einmal von oben in die DAX-Charts rein und jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken und sehe, dass ich hier im Demo bin. Jetzt sind wir richtig auf dem Daily-Chart. Vorlage, Zickzacklinie. Okay, Daily sind wir Short im DAX nach wie vor, die ganze Woche. 4 Stunden Long, Stunde sind wir Long, 30 Minuten Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächste Markt ist hier Gold. Tagesbasis sind wir Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long. 15 und 5 Minuten auch Long. Öl sind wir im Tageschart, sind wir Long. Im Öl jetzt Short, 30 Minuten Short, 15 Minuten Short, 5 Minuten auch Short im Öl. Technologiebörse Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Minuten Short und 5 Minuten sind wir auch Short. S&P 500, Daily sind wir Long, Daily sind wir Long. So, jetzt einmal hier, damit, weil ich mit der Sprache nicht immer so ein bisschen stocke. Ich habe den Junior, sag mal Hallo. So, also, Junior ist heute dabei, Christopher. So, S&P 500, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Minuten sind wir Long und 5 Minuten sind wir eher Short. Und der nächste Markt, den wir denn hier haben, gehen ein bisschen runter, ist dann Bitcoin 62.000, ist wieder ein bisschen zurückgekommen, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Jetzt kommt der nächste Markt, Ethereum. Und hier sehen wir Daily Long. Gestern versucht das All-Time High zu machen. So, Ethereum Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Short, 15 Long und 5 Minuten Short. So, dann haben wir hier einmal den Überblick und jetzt konzentrieren wir uns auf unsere Box Trades. Wir sind jetzt bei einer Big Number 15.500 und wir werden die Big Number mit geringem Risiko hier auch zur Markteröffnung traden. Keine Hedge-Auflösung hier bei diesem Trade. Also 8.40 Uhr, ich melde mich gleich nochmal. So, der erste Trade, Big Number Trade, läuft jetzt nach oben. So, 17 Sekunden, dann starten wir hier. Und los geht es. Und wir sehen hier oben die Vola-Boxen bei 56 zu 41. Platzieren wir jetzt dort oben. Wir sind im Big Number Trade auf der rechten Seite Long. Die Gegenorder liegt bei 15.492 Short. Blaue Linie liegt unser Gewinnziel. So, und wir sind raus aus dem Trade. Das war unser Eröffnungstrade. Auf der rechten Seite links haben wir die Vola-Box, die auf den Einstieg wartet. Also, und wir haben eine Blue Box aktuell.
Und auch die werden wir platzieren jetzt. Eine 25er Box, 15.496 Short und 15.521 Long. Und die ist jetzt auch aktiviert im ersten Trade. Ich verabschiede mich bei den YouTubern und wünsche dann den YouTubern ein schönes Wochenende bis Montag. Und wir machen im Live-Training-Raum jetzt weiter.